Hi Leute, willkommen bei Tupac VR. Ja, heute zocken wir zusammen Shatter Everything. Das heißt so viel wie zerschmetter alles. Worum geht's sich? Wir sind hier in so einem kleinen Würfel und wir haben ein rundes Raumschiff, was wir mit den Touch-Controllern lenken können. Also links kann ich das Raumschiff komplett, mit dem linken Controller kann ich das Raumschiff komplett lenken, in dem kompletten Würfel hier. Und mit dem rechten Touch-Controller kann ich das Geschütz lenken. Also wie ihr hier seht, hier ist ja der Laserpointer zum Beispiel. Ja, dahin ziele ich dann und kann schießen, ja. Dann kann ich hier mit dem Trigger halt abdrücken. Es kommen immer wieder Raumschiffe auf uns zu und ja, so ein bisschen 80er-Jahre-Flair würde ich sagen, nur dass es halt in VR ist und ja, ich würde sagen, wir legen los und viel Spaß. So, da sind wir jetzt schon mit dem kleinen Raumschiff hier. Da kommt was, das erste. Also ist am Anfang noch relativ einfach und wird nachher sowas von schwer. Auf die Orange müssen wir besonders aufpassen, weil die uns kaputt machen können. Und das relativ schnell. Und die sind auch noch sehr nah dran immer. Der hier auch, der kleinen Grüne. Ja, die Großen sind eigentlich relativ einfach. Hier gibt man immer so Power-Ups. Hier haben wir jetzt einen Flammenwerfer. Hier den Dreierschuss oder den Mehrfachschuss. So, da kommen schon die kleinen fiesen Gegner. Ist gar nicht so einfach, weil die echt schnell sind. Ich hoffe, ich kriege in der Aufnahme überhaupt so hin, dass ich das vernünftig zeigen kann. Der Flammenwerfer ist echt gut. Besonders wenn so eine Horde hier drin rumschwebt. So, der große rote ist auch gefährlich, weil der zersplittert sich in mehreren Teilen auf, wenn wir den zerstören. Ja, und die haben mich auch schon gerade erwischt, einer von denen. Okay, jetzt können wir uns erstmal hier durchwursteln. Das ist relativ einfach gehalten, das Spiel, aber also mir macht's Spaß. Gut umgesetzt. Lenkung funktioniert super. Aber es sind immer relativ kurze Runden, weil das so schwierig ist. Ah, ihr habt keine Chance. So, mal gucken, ob ich meinen eigenen Highscore knacken kann. Oh, jetzt wird es schwierig, ey. Schnell die Upgrades aufsammeln. Ah, die haben wir. Okay, das ist schon mal wichtig gewesen, dass wir die kriegen. Und das ist jetzt nur noch Beiwerk hier. So, noch ist mein Highscore, glaube ich, nicht geknackt. Ich habe immer nur so eine kleine Übungsrunde gemacht, dass ich nicht nur Quatsch erzähle hier bei dem Gameplay. Oh, jetzt habe ich einen berührt. Das war schlecht, aber jetzt haben wir Flammenwerfer, das ist gut. Besonders gegen diese Kleinen, das ist echt super. Oh Gott. Jetzt haben wir wieder den kleinen Roten hier, aber... Wir brauchen mehr Energie. Guck mal, unsere rote Anzeige ist Energie. Und das ist nicht mehr viel, ne? Mal alles einsammeln, bevor wir den kaputt machen hier. So. Ich habe meinen Rekord auf jeden Fall schon geknackt. So viel ist sicher. Oh yeah, wir brauchen ein Upgrade. Wir haben einmal was berührt. Nicht gut.
Oh, den kleinen Horn will noch. Ja, jawoll. Oh, jetzt kommen auch noch die. Komm. Oh, das ist ja unglaublich. Oh, fuck. Flammenwerfer wäre jetzt mega. Ich sehe aber gerade keinen. Oh, das war's. Leute, 82.000. Ich bin auf Platz 20 gelandet. Ja, ich würde sagen, wir machen nochmal. War ja eine kurze Runde. Aber das werde ich jetzt nicht nochmal toppen, glaube ich. 82.000. Aber wart mal ab. Komm. Ah, den heißen wir direkt willkommen hier. Alles einsammeln. Zack, zack, zack. Keine Chance. Kurz nochmal die Upgrades. Bonuspunkte und so weiter. Wo ist er? Da hinten ist was. Oh, die kleinen, ganz kleinen Roten sind fies. Okay. Ja, die haben uns natürlich auch erwischt. Komm, komm, komm. Ich muss hier an den Grünen dran. Jawohl. Jetzt wird euch eingeheizt. Haben wir noch was? So. Ah, komm, hier kommen auch noch dran. Ist kein Problem. Die Steuerung ist irgendwie total cool. Cool gelöst. So, komm. Die nächste Welle. Ah, komm, die Grünen müssen wir ja erstmal wegknallen hier. So. Dann machen wir uns die. Lassen die Roten noch groß. Und dann kann der gleich gerne explodieren. Können wir uns besser um den kümmern. So, jetzt haben wir noch hier Flammenwerfer. Haben die gar keine Chance, die kleinen Roten. Ganz gute Taktik gewesen, glaube ich. So, bekommt was? Oh, da ist noch was. Ah, oh, jetzt habe ich einen berührt. Und wieder berührt. Flammenwerferzeit. Oh, komm, komm, komm. Jawohl.
schneller und anstrengender. Okay. Wir haben nicht mehr viel Energie, Leute. Wow. Boah, die jagen mich ja alle. Alter. Nee, ist klar. Ja, das war's. Okay, Leute, das war Shatter Everything. 78.000 Punkte habe ich jetzt geholt. Klar, nicht so viel wie eben. Das waren ja 82.000 Punkte. 20. Platz. Also wer das Game auch, kann gerne so ein kleines Battle mit mir machen. Mir das immer posten und dann gucke ich mal, ob ich das auch noch irgendwie schlagen kann. Zum Spiel. Also von mir gibt es eine klare Kaufempfehlung. Echt geiles Game, macht Spaß und auch Video wieder sehr individuell gestaltet, das Game. Gibt es so nicht nochmal und dafür gibt es einen Daumen hoch. Ja, ich hoffe, für mein Video gibt es auch einen Daumen hoch und ein Abo wäre geil, wenn ihr noch nicht gemacht habt. Und ja, die Glocke nicht vergessen, dann kriegt ihr immer Infos zum neuen Gameplay-Material. Ja, ich würde sagen, das war's. Schönen Tag noch und ciao.